Es ist das dritte Jahr in Folge. Die anhaltende Trockenheit ist ein großes Problem. Niedrigwasser, Waldbrände, Ernteausfälle, die Liste ist lang. Regional gibt es große Unterschiede. Manche Orte bekamen deutlich mehr Regen ab als anderswo. Bei dem ganzen Thema Trockenheit und Dürre darf man die Tiere nicht vergessen, denn die Auswirkungen spürt man natürlich auch im Futteranbau. Wir sind unterwegs in Rheinland-Pfalz. Jürgen Vogelgesang ist Vorsitzender im Bauern- und Winzerverband Kaiserslautern. Die Trockenheit bereitet ihm große Sorgen, denn das Futter für seine Milchkühe könnte knapp werden. Also es ist bei uns halt das Problem, dass wir jetzt seit Ende Februar, Anfang März fast keine Niederschläge hatten. Und vor allem die Sommertrockenheit, die wir hatten vor einem Jahr und zwei Jahren, hat halt den Viehhaltungsbetrieben sehr zu schaffen gemacht, weil man nicht genügend Grundfutter machen konnte. Die Sicherstellung des Futters für die Tiere, weil wir halt weniger Ertrag haben. Wir versuchen halt dann jetzt Stroh als Futtermittel einzusetzen, was halt auch dieses Jahr wahrscheinlich knapp wird von der Verfügbarkeit. Und halt, dass wir dann im Prinzip Mais von Betrieben zukaufen, die den als Körnermais normalerweise nutzen wollten oder halt in die Biogasanlage gegangen wäre. Das ist halt die Option, die wir haben. Und das müssen wir jetzt halt schon in den nächsten drei, vier Wochen entscheiden. Müssen wir Mais zukaufen oder Futtermittel oder nicht? Das ist halt der Punkt, weil letztendlich im September kann ich nichts mehr irgendwo am Markt versorgen. Auf den ersten Blick sehen wir eine ganz normale Wiese. Doch saftig grün sieht anders aus. Wenn man jetzt hier schaut auf dieser Fläche, die ist ungefähr vor 10 Tagen zur Silobereitung gemäht worden. Und man sieht, wenn man guckt, der Boden ist staubtrocken und es wächst eigentlich nichts nach, außer ein paar einzelne Halme. Und da ist irgendwie erst wieder Wachstum möglich, wenn größere Menge an Niederschlag über mehrere Tage verteilt kommt. Ansonsten wird hier nicht mehr viel von diesem Schlag unerholt zu sein. Das ist halt das große Problem. Auch der Mais leidet unter der Trockenheit. Nachtfröste Mitte Mai haben zusätzlich geschadet. Normalerweise wäre Maisbestände jetzt schon teilweise irgendwo kniehoch, vielleicht übertrieben, aber so 30 cm, 20 cm hoch wäre unter Umständen schon. Und Sie sehen es ja, es geht einfach nicht. Er kommt einfach nicht in die Pötte. Ich will jetzt sagen, dass man die letzten 3 Monate nur Ostwind hatte, aber wenn Wind ist, ist oftmals Ostwind, Nordostwind. Und der ist auch relativ stark und sehr trocken. Das ist halt das große Problem. Wenn Sie Südwestwind haben, haben wir relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Da kann die Pflanze Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Und beim Ostwind ist das nicht der Fall. Also das tut diese Situation zusätzlich noch verschärfen, nur dieser Wind. Alle Infos zum Wetter findet ihr auf unserer Wetter-Online-App. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.